Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute mal was Besonderes, denn ich werde heute so Ersatzprodukt anwenden. Aber das muss man natürlich auch nicht. Also wer jetzt sowieso Fleisch isst, der nimmt halt einfach Hackfleisch. Und wer jetzt auch so ein Ersatzprodukt überhaupt nicht möchte, der könnte das einfach durch ja ziemlich viel Champignons eigentlich auch sehr gut ausgleichen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man das mit Champignons macht. Aber ich werde das jetzt heute mal mit diesem Hack machen. Das habe ich nämlich auch mal gekauft und hatte das eingefroren. Und ja, ich muss unbedingt mal meinen Tiefkühler. Das ist mein ewiger Lebensinhalt, meinen Tiefkühler mal leer zu bekommen. Ja, irgendwie klappt es nicht. Ne? Ja, und natürlich auch wieder ohne Thermomix super zu machen. Ich mache das jetzt nur, um die Soße einzukochen. Also, weil das wird dann wie eine Bechamel. Und jetzt wird aber erstmal, also zwei große Zwiebeln und ungefähr vier Knoblauchzehen. Ungefähr war bei mir wahrscheinlich doch eher fünf. Und ich packe nämlich jetzt hier noch eine gewisse Menge Jalapenos rein. Also da natürlich so viel, wie ihr gern mögt und vertragt. Ich vertrage ja scharf nicht so gut, aber es sollen ja überbackene Enchiladas werden. Und da darf es dann auch ein bisschen mehr würzen sein. Ja, und das werde ich jetzt für 20 Sekunden auf Stufe 4 anbraten. Und weil ich das ja gleich mit dem Hackfleisch anbraten will, wird das jetzt natürlich erstmal nochmal umgefüllt. Da habe ich mir gedacht, dann mache ich das mit dem Thermomix, damit ich nicht so weinen muss. Und wo ich ihn jetzt aufmache und hier auskratze, ist das schon ganz schön. Brennend in den Augen. Und damit ich nicht die ganze Zeit so weine, stelle ich das erstmal schon mal weg. In den Topf kommt jetzt 40 Gramm Butter oder Margarine, was man halt da möchte. Ja, bei mir sind es jetzt 45 Gramm, aber da pule ich jetzt nicht die 5 Gramm nochmal raus. Noch Mehl, denn es soll ja die Soße dann auch gleich ein bisschen binden. Und zwar sind das 35 Gramm Mehl. Und das stelle ich mir jetzt ein für 2 Minuten. Auf 50 Grad auf Stufe 3. Und während das nämlich jetzt schon mal sich so ein bisschen, also dann die Butter schmilzt und mit dem Mehl verbindet, also ich weine immer noch die ganze Zeit, aber wegen den doofen Zwiebeln, ja, mache ich mir jetzt kurz eine Brühe. 250 Milliliter und 250 Milliliter passierte Tomaten. Ich nehme mir dieses Passata Rustica. Und das verrühre ich mir schon mal. Mit dieser Brühe und Passata-Mischung wird jetzt gleich hier das angegossen und dadurch entsteht wie so eine Bechamel, weil eigentlich ist es ja das mit der Butter und mit dem vermengten Mehl und dann angegossen mit Flüssigkeit und dann wird das wie eine Bechamelsoße. In dem Fall halt nur einfach mit Tomate. So, es kommt jetzt einfach hinzu und alles, was hier so ein bisschen hochgeflogen ist, gerade, das wird auch noch mal runtergeschoben. Und das wird jetzt für 15 Minuten auf 100 Grad und auf Stufe 3 kocht das richtig schön ein zur Soße. Also da brauche ich mich jetzt so gar nicht drum kümmern, außer dass ich hier noch einen gehäuften Teelöffel Oregano dabei gebe. Einfach meine Oregano-Liebe. Und während das nämlich jetzt hier schön einkocht, hole ich mir die Pfanne und werde jetzt gleich das Gehackte und die Zwiebeln anbraten. Und ja, dann ist nämlich gleich schon alles fertig. Dann brauchen wir nur noch die Wraps dann damit füllen. Aber ja, ich finde es ja immer gut, wenn man hier schon alles dann beieinander hat. Und während jetzt die Soße da wirklich vor sich hin köcheln kann, bei mir noch etwas über 10 Minuten, ist auf 65 Grad jetzt, da gebe ich mir hier schon mal Öl in die Pfanne und brate mir hier meine Zwiebeln. Oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so weinerlich hier. Und mein veganes Hackfleisch. Also, da muss ich sagen, das wird immer besser. Als ich das so ganz am Anfang habe ich das mal in Holland gekauft. Und da habe ich auch gesagt, ja, es ist okay, aber ich fand es nicht, also ich hätte das jetzt nicht jede Woche essen wollen.
Es ist auch jetzt so, ich möchte es auch jetzt nicht jede Woche essen, aber das ist mittlerweile schon so lecker, dass man das wirklich zwischendurch einfach mal ausprobieren kann. Also natürlich jemand, der super auf Fleisch steht, der wird den Unterschied schon merken, aber für mich ist das super. Und das wird jetzt schön scharf angebraten. Zusammen mit den Zwiebeln und dem Jalapeno. Also in doppelter Hinsicht scharf angebraten. Und halt immer so ein bisschen drin rumrühren, weil man will ja dieses krümelige, ja, so gehacktes ist ja immer mehr so krümelig. Ne? Also nicht, dass das so ein Einklotz wird. Wo es jetzt schon so langsam angebräunt ist, gebe ich mir hier noch ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Und das lasse ich jetzt so ein bisschen anrösten hier, damit die Säure auch verloren geht. Naja, und jetzt rühre ich ihn ja direkt unter. Also ich mache das immer nur ganz kurz. Ob das was bringt, weiß ich gar nicht. Aber ich habe das so oft im Fernsehen gesehen, dann habe ich immer gedacht, so okay, diese Fernsehköche werden schon wissen, was sie tun, also hofft man. Das ist jetzt auch gleich hier schon fertig, aber die Soße hat auch nur noch 5 Minuten. Und die Masse, die würze ich mir jetzt auch noch mit Salz, weil Salz habe ich bisher noch überhaupt nicht benutzt. Also da ist ja Gemüsebrühe drin, aber hier von der Schärfe kommt mir das schon mit dem Jalapeno gelegen, also da nehme ich keinen Pfeffer mehr. Aber Salz braucht schon noch. Also das Gehackte ist jetzt angebraten. Das erinnert mich total an, also das hat sowohl meine Oma sehr gerne gemacht. Also meine Oma war nicht so eine begnadete Köchin. Aber das war sogar was, was sie gut konnte. Also ohne jetzt meine Oma hier verunglimpfen zu wollen, ja. Also das hat sie auch selbst zugegeben, dass sie nicht so gerne kocht. Ja, und wie gesagt, das Reiterfleisch, das es bei ihr damals gab, das haben wir immer sehr gemocht. Ne? Ja, und meine Mutter hat es auch früher gern gemacht. Und wenn sie das jetzt sieht, wird sie sagen, ach, das könnt ihr auch mal wieder machen. Ja, und jetzt habe ich hier Tomatenpaprika in Streifen. Und da gebe ich, ja, ich würde sagen, ein halbes Glas. Hier sind drin 165, also 80 Gramm. Dieses Tomatenpaprikas, aber man hätte natürlich auch frischen roten Paprika nehmen können. Ich habe nur gedacht, nur bei dieser halben Stunde in dem gewickelten Zustand bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann reicht, um auch gar zu werden, und ich wollte schon, dass das im garen Zustand dann in diesem Enchilada dann ist. Und ich gebe noch ungefähr eine halbe Dose Mais hinzu. Also das ist wirklich so ein Rezept, da kann man sagen, auch davon ein bisschen mehr, davon etwas weniger, je nachdem, was man da mag. Obwohl ich glaube, ich kenne niemanden, der kein Mais mag. Ich glaube, nein. Jetzt könnte ich ja so influencermäßig sagen, mögt ihr Mais? Dann schreibt das unten in die Kommentare. Interessiert mich total. Ja, müsste aber nicht. Die Soße ist jetzt fertig. Die ist wirklich so ein bisschen angedickt auch. Aber das wollten wir ja auch mit dem Mehl. Und da gebe ich jetzt auch noch ein bisschen Salz dran. Also die Soße ist jetzt schon mal fertig. Und ich gebe davon ja ungefähr die Hälfte einfach unten in eine Auflaufform, und den Rest gebe ich nämlich hier in die Hackfleischpfanne. Ich habe hier meine Wraps, gekaufte Wraps sind das. Ich habe die auch schon mal selbst gemacht, die waren auch gut, aber gut, die hatte ich noch und die mussten jetzt auch weg, also ja, die sehen nur komisch aus, weil die sind mit Möhren drin. An dem Tag gab es bei allen nichts anderes. Und diesen Wrap bestreiche ich mir jetzt hier mit der Füllung. Also ich denke, dass es ungefähr 5 Stück werden. Und zur Saftigkeit kommt hier auch noch ein bisschen Schmand drauf.
Das wird gerollt. Ach, das geht aber auch wirklich ganz gut. Das ergibt sich ziemlich schnell. Ja, und mit der Naht nach unten gebe ich das jetzt hier in die Auflaufform und das passt von der Größe eigentlich auch super. Na, wer sagt's denn? 5 Stück. Gut, ich muss sagen, von der Füllung und so, das hätte schon auch noch für den 6. gereicht. Das hätte aber nicht mehr in die Auflaufform reingepasst. Also da muss ich jetzt sowieso schon gleich ein bisschen schubsen. Hier ein bisschen gedrängelt und geschubst. Dann passt das doch. Bei mir heizt jetzt der Backofen vor auf 180 Grad Umluft. Und ich habe hier geriebene Mozzarella und der wird hier noch drauf verteilt. Ungefähr 150 bis 200 Gramm. Also ich nehme den Rest, den ich jetzt in dieser sehr großen Tüte noch habe. Also das war, ich glaube, 200 Gramm ungefähr. Und natürlich ist es auch wieder was, was man super vorbereiten kann, weil wenn man Besuch erwartet, dann bringt man das jetzt schon mal bis in dieses Stadium. Und dann muss es nur noch jetzt nämlich für eine halbe Stunde bei 180 Grad Umluft gebacken werden. Und das, oh, wenn man weiß, jetzt der Besuch, bis die alle sitzen. Also so viel Besuch habe ich nie, dass die ewig brauchen, um zu sitzen. Aber ich meine, bis sie sich mal alle, bis sie dann ihr Getränk haben und mal alle endlich nicht mehr so aufgeregt sind, dann ist das Essen auch schon fast fertig. Ja, also 180 Grad für eine halbe Stunde und immer mal wieder gucken. Ich will nicht, dass es verbrennt. Wenn es zu braun wird, würde ich das wieder mit meiner Dauerbackfolie abdecken. Aber deswegen immer mal wieder gucken. Und in dem Moment bemerke ich, dass ich so dumm bin. Ich wollte doch da Babyspinat. Ich wollte auf das Gehackte noch Babyspinat draufgeben. Ich hatte es nämlich zum Trocknen nach hinten gestellt und das ist natürlich immer. Und dafür bin ich extra noch zum Penny heute für den Babyspinat. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich ihn noch ein bisschen weiter trocknen lasse und dann einfriere. Weil jetzt habe ich keine Verwendung heute mehr dafür. Und es jetzt noch alles wieder aufzumachen, ja, das. Nee. Also das wäre nichts. Also, man hätte ganz toll, hätte man auf diese Wraps auch noch den Babyspinat draufgeben können und dann rollen auch noch. Ja, stelle ich mir jetzt auch gerade richtig toll vor. Aber heute ohne Babyspinat. Ja, wenn ich nicht alles beieinander stehen habe, ich bin auch schon so eine richtig tüdelige Oma, echt. Also die letzten 10 Minuten, da decke ich es jetzt ab. Es wird jetzt langsam braun und ich will ja nicht, dass es zu knusprig wird. Also ich habe es genau eine halbe Stunde drin gelassen und ich schneide das in der Mitte jetzt einfach durch, weil sonst kriegt man das sowieso niemals unfallfrei da aus der Form. Da bin ich ja sowieso immer schlecht drin. Also jetzt erstmal, wenn man es so sehen würde, würde man denken, es könnten Cannelloni sein, ja. Aber nein, es sind Enchiladas. Und ich denke mal ziemlich heiß. Also, wie gesagt, die letzten 10 Minuten habe ich es abgedeckt, weil sonst wäre mir das oben zu knusprig und zu, ja, braun geworden. Dieser Wrap ist richtig gut durchgezogen jetzt. Von der Soße. Also so viel zu, es wäre zu knusprig. Nein, es ist definitiv nicht zu knusprig. Und es ist einfach nur sehr saftig und sehr, sehr lecker. Also da bin ich richtig zufrieden. Ja, meine Eltern werden Witterung aufnehmen, weil die werden denken, die macht doch kein Gehacktes. Aber ich würde sagen, dass es wirklich original nach Gehacktem schmeckt jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr lecker und so würzig. Also, wieder mal Empfehlung, aber wenn jetzt noch der Babyspinat dabei gewesen wäre, wäre es perfekt. Nein, ist es auch so sehr, sehr gut. Also das hätte vielleicht wirklich noch mal so eine Knackigkeit, also Frische reingebracht, die mir auch gut gefallen hätte. Aber es ist wirklich super lecker, saftig. Wer meint, er müsste Gehacktes nehmen, nimmt halt Gehacktes. Ich bin auch glücklich jetzt mit diesem Ersatzprodukt. Und wie gesagt, ich hatte das eingefroren.
und habe hier, war jetzt ganz glücklich, dass ich ein bisschen Platz geschaffen habe. Jetzt muss ich den Spinnen noch da frieren wieder. Ach, irgendwas ist ja immer. Naja, ich werde es euch unten aufschreiben. Wahlweise auch mit Blattspinat, ne? Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.